Jo Leute, bevor das Video jetzt losgeht, wollte ich nur noch mal drauf ansprechen. Mich hat mal jemand gefragt oder mehrere Leute, ob ich denn mal die Karre hier vorstellen könnte von meinem Dad. Falls es immer noch Leute interessiert, schreibt es gerne mal unten gleich in die Kommentare rein. Weil dann tue ich dazu mal ein Video machen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Video ab dafür. Jo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Heute, ihr habt das wahrscheinlich schon im Videotitel gelesen, habe ich meine 701 verkauft oder nicht. Es kommt kein Content zurzeit auf Instagram, genauso wenig wie hier. Mich haben extrem viele Leute schon drauf angesprochen und ich dachte mir, ich mache da jetzt einfach mal dazu ein Video, weil ich heute einfach übelst Bock drauf hatte, mich aufs Bike zu hocken. Grüße an meinen Dad raus, danke an dich, dass du mir dein Moped zur Verfügung gegeben hast. Und deswegen möchte ich heute mal über dieses Videothema reden, was denn zurzeit los ist. Ich muss da ungefähr 2 Monate zurückspulen erstmal, weil vor 2 Monaten sind mir so die Gedanken gekommen. Also mit den Gedanken spiele ich zwar schon länger, aber da ist mir so das erste Mal so in den Sinn gekommen, komm, stell mal die 701 in mobile.de rein und schau mal, vielleicht interessiert sich ja jemand für das Bike. Dann kannst du immer noch sagen, ob du es dir dann verkaufen willst oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das stelle ich jetzt einfach mal rein. Wie bin ich zu dem Gedanken gekommen? Ja, vor gut 1 Jahr und 2 Monaten haben ja viele von euch wahrscheinlich mitbekommen, dass ich mal einen Unfall hatte. Und seitdem ist mir die ganze Zeit sowas in dem Kopf rumgeschwirrt. Ob ich überhaupt noch Motorrad fahren möchte. Ich will noch länger leben. Ich habe mir echt so Sachen in den Kopf durchgehen lassen und habe mir gedacht, so, ob das überhaupt noch das Richtige ist, ob ich mich noch wohlfühle. Also ich habe mich nicht mehr so richtig wohlgefühlt auf meinem Motorrad. Ich weiß nicht, oder allgemein auf dem Motorrad. Und bin dann auf den Entschluss gekommen, ja, mir zwei Simpsons zu kaufen, dass ich dann immer noch Motorrad fahren kann, Moped fahren, zum See, zum Baden, gemütlich halt, mal in die Stadt. Und habe mir gedacht, komm, das ist doch eine geile Alternative, dann kannst du auch deine 701 verkaufen. Nur das Problem ist dann, als dann der Zeitpunkt da war und die Interessenten hier waren und gesagt haben, jo, wir nehmen die mit, dachte ich mir so, fuck, irgendwie, ja, irgendwie war ich mit so gemischten Gefühlen auf jeden Fall am Start. Okay, hier rechts bin ich noch nie gefahren, schauen wir mal, ich weiß gerade gar nicht, wo es mich hintreibt. Wir fahren einfach mal drauf los und habe dann jetzt 1-2 Monate mit meiner Simson verbracht und habe gemerkt, fuck, mir fehlt mein schöner Einzylinder, mir fehlt die 701, mir fehlen die Wheelies, mir fehlen die gestörten, mir fehlt das gestörte Rumfahren mit dem Robin. Ja, pff, Alter, boah. Ich hab grad voll in die Fliege oder irgendwie so ein Viech in meinen Mund bekommen. Bah. Mmh. Ah. Ja, mir fehlt einfach das, mit meinen Kumpels rumzufahren, eine Gaudi zu haben, einfach mal am Abend sich drauf zu hocken und einfach den Abend geil ausklinken lassen. Mir fehlt dieser Ausgleich. Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich wieder mal ein Motorrad mir kaufen möchte. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, was es wird. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denkt, was für ein großes Motorrad es wird. Es wird kein Moped, es wird ein Motorrad. Also natürlich, es kann ein Einzylinder, ist für mich ein Moped, aber alles, es könnte einfach ein größeres Motorrad sein auf jeden Fall. Ich spiele mit den Gedanken, mir wieder ein Motorrad zu kaufen. Und ihr schreibt mir gerne mal, genau, und ihr könnt da gerne mal mitraten. Ich werde dann auch auf die Kommentare eingehen, aber natürlich nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe auch schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen und viele haben auch damals gesagt, Alter, wir verstehen das gar nicht, dass du mit Motorradfahren aufhören willst. Ich lasse mir da auf jeden Fall jetzt noch Zeit und schau mal, was es da so gibt auf dem Markt. Meckerts, ja lol, fahren wir da mal lang. Ach was. Lol, jetzt weiß ich, wo wir sind. Einer der ganz alten Hasen, die wissen das vielleicht noch, dass ich hier mal
so ein Angry Guy Compilation hatte mit einem Landwirt. Zu gut. Und ich glaube, mehr gibt es eigentlich zu dem Thema jetzt gar nicht mehr zu labern. Das war's zu der 701 Thematik. Ja, ich habe sie verkauft. Danke fürs Zuschauen, Leute. Es war eher so mein entspannter Vlog, nicht mit viel Action. Vielleicht chillt der auch ja mal ganz, vielleicht gefällt euch sowas ja auch. Ich weiß es ja nicht. Heutzutage überdrehen ja die ganzen Motorvlogger einfach komplett die Lage. Und sagt dann eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.